Ja, Leute, ich bin jetzt hier im VIP-Zelt und ich bin völlig, mir fehlen die Worte bei diesen ganzen Leuten. Die haben hier Langeweile und jetzt haben die gesagt, jetzt kommen sie auch mal bei CIA TV, um die Pausen zu füllen. Hey, Leute, ihr kennt's, glaube ich, Ganjaman, hallo. Hallo, ich grüße euch von ganzem Herzen und hoffe, es geht euch gut. Und Danny Ranks. Hallihallo. Ihr habt das eh von uns im Vorspann vom Hanfanattack gesehen. Du hast ja auch deine Einlage gemacht. Hey, was haltet ihr jetzt hier vom Hanfanattack in Wien? Also erstmal großes Lob an die Organisation, an den österreichischen Hanfverband, ganz klar, weil ich glaube, es ist schon eine ganz besondere Gelegenheit und ganz besondere Situation, überhaupt natürlich auch jemand wie Hans Söllner zum Beispiel in so einem in einem wirklich kompletten Set zu sehen mit 90 Minuten auf dem Europaplatz in der Öffentlichkeit für freien Eintritt. Ein großes Geschenk an die Stadt Wien, das zum einen musikalisch, aber zum anderen natürlich ein großes Zeichen einfach für eine Stimme, für die Liberalisierung und vor allen Dingen für die Legalisierung und natürlich eine große Stimme und ein großer Teil letzten Endes der Wiener und wahrscheinlich auch weit über die Wiener Grenzen hinaus der Bevölkerung Österreichs, um einfach für die Legalisierung und für das Recht auf Rausch zu plädieren und die Stimme zu erheben für unsere Bürgerrechte. Und deswegen großartiges Fest und auch wenn es sicherlich die eine oder andere Verzögerung gibt im Ablauf, unfassbar gelungenes Fest, ein großartiges Fest mit vielen tollen Künstlern. Die nicht hier sind, haben was verpasst und sollten nächstes Jahr wiederkommen zum Hanfanattack 2016. Aber wie gesagt, also großartiges Fest und ihr verpasst was oder habt was verpasst und kommt wieder. Was meinst du, was sagst du hier zu Wien? Was hältst du davon? Du bist jetzt auch schon mehrere Jahre dabei. Ich meine, du ja auch. Aber hat sich was verändert? Es hat sich schon definitiv was verändert. Der Umgang, auch von der Exekutive her, glaube ich, hat sich schon sehr gelockert. Also von der Exekutive habe ich heute gesehen, hier werden einige Leute rausgezogen, was eigentlich an den letzten Hanfanattagen nicht so der Fall war. Echt? Habe ich gar nicht gesehen. Ja. Okay. Da sind die Polizisten heute nicht so geil. Aber ansonsten sagt ihr, vom Fest und so passt alles, Zuschauer passen. Ja, das auf jeden Fall. Fette Party, gute Konzerte. Und die Leute machen auch schön mit, auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, habt ihr beiden schon gehört, was die eigentlich vorhaben mit dem neuen Gesetz? Habt ihr das schon mitgekriegt? Dass sie uns jetzt praktisch von Kriminellen zu Suchtkranken machen wollen. Was haltet ihr davon? Habt ihr davon schon gehört? Also wir haben auch vorher gerade drüber geredet. Da geht es ja auch darum, dass du quasi, wenn du dieses Deliktes überführt wirst, als Zeuge fungierst. Ne? Das heißt, du bist quasi verpflichtet, wahrheitsgemäß auszusagen. Und müsstest theoretisch deinen Dealer belasten, anstatt zu sagen, ich habe es im Burggarten gekauft. Sprich, wenn du dann wieder sagst, nee, ich mache keine Aussage, bist du doch wieder Krimineller. Wahrscheinlich. Also keine Ahnung, wie das dann wirklich gehandhabt wird. Ich meine, die ganzen Gesetze mit Marihuana sind ja so, da gibt es Gesetze und dann obliegt es immer dem jeweiligen Polizisten zu entscheiden. Es ist halt alles so eine komische Geschichte, die nicht klar strukturiert ist, weißt du? Was hältst du davon? Also ich denke auch, dass es letzten Endes noch nicht mal, für mich wäre es kein Kompromiss. Klar würden jetzt viele Kiffer sagen oder Menschen, die gerne Gras rauchen, okay, das ist eine Möglichkeit, vielleicht ansatzweise legal an die Substanz zu kommen. Bedeutet aber natürlich auch wieder natürlich eine gewisse Form der Kriminalisierung und natürlich auch eine gewisse Form der Monitorbarkeit. Und steigert ja nur das Maß der Überwachbarkeit und der Kontrollierbarkeit. Ich denke, wir sind weit davon entfernt, auf dem Weg wirklich unser Recht auf ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zu finden, weil es zum Schluss einfach darum geht, zu entscheiden, was man zu sich nimmt, wie viel man davon zu sich nimmt. Und wir sind weit, 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 weit entfernt davon, dem ein Stückchen näher zu rücken. Und ich sehe das auch auf der europäischen Ebene nicht wirklich kommen. Wenn in den USA teilweise Marihuana geduldet wird, auch mit einem ähnlichen Prinzip, dann ist das auch wahrscheinlich nur ein Rettungsversuch, um irgendwie durch die vermeintliche Duldung Menschen zum einen erstmal ein bisschen ruhig zu stellen und zum anderen letzten Endes auch ein bisschen Geld in die Staatskassen zu spülen. Ich glaube, es ist nicht im Interesse der wenigen Herrschenden und Regierenden, dass wir Substanzen zu uns nehmen, die uns vielleicht zum einen eher beruhigen und vielleicht auch ein bisschen ausgleichen im Vergleich zu legalen Substanzen, die wir noch und nöcher ohne Ende zu uns nehmen.
Es ist kein Interesse daran, dass wir anfangen, weiter zu denken, als soweit wir es schauen können. Und es ist kein Interesse daran, dass wir den gemeinsamen Nenner finden. Weil das Problem ist, dass wir nach wie vor in einer Welt leben, in der 95% der Ressourcen von 1% der Weltbevölkerung kontrolliert werden, wohingegen 99% der Weltbevölkerung über das Stimmrecht von 99% im Verhältnis zu 1% verfügen. Und wir 99% Verbleibende sozusagen nicht in der Lage sind, den gemeinsamen Nenner zu finden und somit auch die verursachenden 1% überhaupt nie an den Pranger stellen können, weil wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, uns gegenseitig zu bekämpfen und den gemeinsamen Trainer zu finden, nicht den gemeinsamen Nenner. Und demnach halte ich das für mich wäre das nicht akzeptabel. Dann bleibe ich gerne in der Illegalität. Oder lasst mich auch meinetwegen kriminalisieren, wenn Menschen da draußen der Meinung sind, dass was wir sagen, denken, sagen oder tun, sei irgendwie verwerflich, dann schließt uns weg und schmeißt die Schlüssel so weit weg, wie ihr noch könnt. Aber wir sind definitiv ja keine Gefahr für das System, sondern die Menschen, die im Parlament sitzen, aus unseren eigenen Reihen, stellen letzten Endes die größte Gefahr dar, weil sie unser Hab und unser Gut, das wir über Jahrhunderte generiert haben, mit der Kraft unserer Ahnen, einfach mal verkaufen, verscherbeln das wirklich für eine kleine Blutrechnung, die niemals aufgehen wird. Und das ist letzten Endes ein sehr komplexer Prozess, in dem wir stecken, wo ja die Legalisierung von Cannabisprodukten ja ein Teil der Symptomatik ist, sicherlich nicht die Ursache, sicherlich nicht die Lösung. Es geht letzten Endes ja darum, dass wir als Menschen lernen, selbst zu entscheiden, dass wir die Verantwortung tragen, dass wir selbstbewusst mit uns und unserer Umwelt umgehen und im Prinzip unsere Autonomie zurückgewinnen, die uns zu mündigen Bürgern oder zu mündigen Menschen, nicht für Menschen, die für andere bürgen, sondern dass uns zu mündigen Bürgern macht. Und das ist die Notwendigkeit bei dem Ganzen. Deswegen geht es hier auch um was viel Größeres. Und letzten Endes brauchen wir eine komplette Legalisierung. Darum geht es. Glaubst du, wir erleben die noch? Bedingungslos. Ich bin ja eigentlich ein sehr überzeugter Optimist. Mit immer mehr kommenden grauen Haaren wird vielleicht auch meine Naivität ein bisschen anders. Aber nein, ich habe natürlich diesen Traum, dass ich das noch erlebe als Symptom einer sich selbst regenerierenden Gesellschaft, da wir im Kern der Sache die Lösung, wir sind die Verursacher des Problems, wir sind die Lösung. Das Ding ist halt natürlich, dass wenn wir uns auch heute anschauen, dass viele Polizisten hier sind, die ihre Arbeit machen und Leute wieder festnehmen, weil die Gesetzgebung Folgendes sagt, das ist illegal, bla bla blub, bedeutet, dass die Leute, die ihre Arbeit machen, die gleichen Steuern zahlen wie die wir zahlen. Sie arbeiten sie sind letzten Endes diejenigen, die den wenigen Handlangern im Parlament, die für eine große Industrie arbeiten, zuspielen und zum Schluss ja genau die gleichen Opfer des Systems sind wie wir ja auch. Wir sitzen ja in einem Boot. Also wenn die Polizisten, die hier arbeiten, sich da rausnehmen könnten und sagen könnten, okay, sie sind befreit von Steuern, sie sind befreit von Maßnahmen, die sie selbst als Bürger dieses Landes betreffen, würde ich sagen, okay, lass uns den Kampf vielleicht aufnehmen. Aber die Frage ist, wie können wir herausfinden, wie wir die Welt so gestalten, dass wir sie erstmal für uns erfahrenswerter, liebenswerter und auch besser machen, aber auch vor allen Dingen für die, die nach uns kommen. Das bedeutet, uns mit so viel Respekt und Anerkennung gegenüberzutreten, dass wir auch verstehen, wenn wir was verändern wollen, dann können wir das nur gemeinsam. Nicht, indem wir Gruppen ausgrenzen, sondern letzten Endes müssen wir den gemeinsamen Nenner finden mit der Polizei, mit den Lokalen. Das bedeutet eine komplett globale Veränderung, die wahrscheinlich im Gange ist. Es ist wahrscheinlich sehr schmerzhaft, ähnlich wie bei einer Geburt. Eine Geburt, wo neues Leben entsteht, ist auch unter Umständen eine sehr blutige Angelegenheit. Ja. Und ich vermute, wir befinden uns inmitten einer Geburt und ich kann nur hoffen, das in diesem Körper noch zu erleben. Ansonsten ist es nicht meine Aufgabe, ehrlich gesagt. Aber das ist eine Fehlgeburt. Die gibt's nicht. Daniel, glaubst du noch an eine Legalisierung? Also macht ihr viel Sport und lebt gesund? Ja, natürlich. Ja, dann werdet ihr es noch in dem Körper erleben. Was war für dich die beste Wahl von der Politik oder so für den Bürger? Cannabis Social Clubs, nur aus Apotheken, jeder darf zu Hause anbauen. Was glaubst du, was wäre das Beste? Naja, es ist halt auch die Frage, wie Legalisierung ausschaut. Ob dann der Staat das Monopol drauf hat, worauf es wahrscheinlich hinauslaufen würde, worauf ich keinen Bock habe. Ja. Am besten wäre es eine bestimmte... Ja.
eine bestimmte Menge, die man zu Hause zum Beispiel anbauen darf, freizugeben. Oder diese Social Clubs, da hat jetzt eine Bekannte auch einen aufgemacht oder ist dabei irgendwie, keine Ahnung, aber es klingt auch recht interessant. Ja. Wobei ich mich da, muss ich sagen, zu meiner Schmach noch gar nicht wirklich informiert habe darüber. Das sind also Clubs, die sich selbst versorgen praktisch, damit der Patient nicht so viel zahlen muss. Ja. Aber das würdest du auch für eine gute Sache halten? Ja, auf jeden Fall. Es ist halt, wie gesagt, die Frage, wie die Legalisierung dann ausschaut. Wobei es auch okay wäre, wenn der Staat daran mitverdient, aber er dürfte halt nicht das alleinige Monopol haben, wie er es zum Beispiel letztes auf Tabak hat. Also kontrollieren schon, aber halt kein Monopol. Ja, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man das irgendwie wie Tabak und Alkohol auch behandelt. Dass man sagt, Tabak, Alkohol, Marihuana, staatliches Monopol. Keine Ahnung, muss man schauen. Danke auf jeden Fall. Bitte.